Wenn die Cities immer smarter werden, haben Sie Ihre Hände im Spiel. Studenten der Uni Koblenz-Landau im Fachbereich Informatik haben den mit 5.000 Euro dotierten europaweit ausgeschriebenen iGov Digital Awards gewonnen. Wir in der Forschung sind natürlich auch immer wieder europäisch und international unterwegs und wir beteiligen uns hier mit dem nationalen E-Government-Kompetenzzentrum in einem Projekt, es ist ein Erasmus-Projekt, wo es darum geht, neue Technologien für den öffentlichen Sektor zu erschließen. In dem Fall sprechen wir vor allem von disruptiven Technologien, künstliche Intelligenz, Blockchain, Internet of Things und dergleichen und auch disruptive Konzepte wie beispielsweise Smart City. Der Projektvorschlag DuLoMoCo überzeugte die Jury. Ja, wir haben hier die DuLoMoCo Solution entwickelt. Dabei handelt es sich um eine disruptive Technologie oder eine Verbindung von mehreren disruptiven Technologien, um eben den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere durch Busse, dynamisch regulieren und planen zu können. Das hat mehrere Vorteile gegenüber der gewöhnlichen statischen Planung, die das dann beispielsweise tageszeitabhängige Engpässe oder Überlastungen verhindert werden können oder auch Busse, die leer sind, verhindert werden können durch verschiedene Regulierungen, die sowohl langfristig agieren können als auch kurzfristig in Echtzeit eingesetzt werden können. Grundsätzlich geht es um intelligente Vernetzung. Unser Produkt sieht vor, dass wir das Haltestellennetz in einem Busnetz miteinander intelligent verbinden, sowie die Busse mit einbeziehen. Auch den Kunden wollen wir berücksichtigen. Wir versuchen das Ganze anhand einer KI, also einer künstlichen Intelligenz, die angefallenen Daten vollautomatisch und in Echtzeit auszuwerten. Die Pandemie trug nicht gerade dazu bei, das auf Teamarbeit ausgelegte Projekt zu vereinfachen. Allerdings konnten wir uns halt, daher wir ja natürlich auch online relativ viele Erfahrungen haben durch unser Studium, über einen virtuellen Raum miteinander treffen und über diesen diskutieren, wo wir uns dann tatsächlich auch nicht nur gehört haben, sondern auch mit Kamera gesehen haben. Und dort haben wir dann eigentlich zusammen uns in mehreren Meetings abgesprochen, wie wir dann halt eben unser Produkt immer weiterentwickeln. Für den öffentlichen Personennahverkehr sieht die Studentengruppe eine ganze Reihe von Optimierungsmöglichkeiten. Wäre beispielsweise das autonome Fahren, dass die Zusatzbusse halt keinen Busfahrer in dem Sinne mehr brauchen, sondern autonom zu den Haltestellen fahren können. Elektromobilität sicherlich auch ein Punkt, gerade in der aktuellen Umweltdiskussion, der da sehr interessant ist. Weitere Punkte wären natürlich weitere IoT-Technologien, weil wir uns auch gerade da Gedanken machen, wie man jetzt genau hergehen kann und die Anzahl der Personen zählen kann. Das ist die Idee, dass man zum Beispiel per KI Kamerabilder auswertet, was natürlich auch immer wieder fragwürdig ist, was jetzt gerade den Datenschutz betrifft. Effizienzsteigerung, Kunden- und Umweltfreundlichkeit heißen die Stichworte. Vorteile unserer Lösung bestehen darin, dass wir eben, wie bereits gesagt, die Busse dynamisch steuern können. Das heißt, wir können die Effizienz des Einsatzes von den Fahrzeugen erhöhen. Dadurch ergeben sich natürlich logischerweise auch Umweltvorteile, weil Leerfahrten vermieden werden. Wir haben auch eine deutlich höhere Kundenfreundlichkeit und Transparenz, weil wir auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eingehen können. Das heißt, bedarfsgesteuerte Einsätze von Fahrzeugen. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch eine gewisse Krisenresistenz, indem wir den Einsatz der Fahrzeuge je nach Bedarf steuern und kontrollieren können. In der Gruppe wurde interdisziplinär gearbeitet. Erkenntnisse aus dem Informationsmanagement, dem E-Government und der Wirtschaftsinformatik wurden gebündelt. So entwickelte man neben den theoretischen Ansätzen auch konkrete Umsetzungsmöglichkeiten. Bei unserem Produkt setzen wir auf Sensor- und Funktechnik mit niedrigen Wartungskosten und niedrigen Anschaffungskosten. Als Kunden würden wir gerne im ersten Schritt Stadtverwaltungen ansprechen, bei denen die Verkehrsbetriebe in kommunaler Hand sind. Für unsere Kunden hat das dann den Vorteil, dass externe Kosten, wie zum Beispiel durch den Bau von Brücken oder Lärmschutzwänden, geringer ausfallen, wenn mehr Bürger auf den Personennahverkehr setzen. Für Dr. Wimmer hat der Erfolg unter anderem gezeigt, dass die forschungsorientierten Masterstudiengänge der Universität Koblenz-Landau international konkurrenzfähig sind. Insgesamt aber sieht sie noch viel Arbeit im Bereich E-Government auf Deutschland zukommen.
Es gibt ja europäische, internationale Studien und viele dieser belegen, dass wir nicht am vordersten Front dabei sind. Das ist sehr, sehr schade. Es gibt schon einige ganz gute Entwicklungen, aber der Föderalismus, die unterschiedlichen Ansätze auf Bundesländer- und Kommunalebene hemmen natürlich auch die Weiterentwicklung. Und es ist viel, viel schwieriger, neue Lösungen schneller reinzubringen in die Fläche, als das kleinere Staaten, zentralistischer organisierte Staaten haben. Die Koblenzer Gruppe hatte intensiv und gründlich gearbeitet. Entsprechend selbstbewusst sah man dem Wettbewerb entgegen. Ich glaube, wir waren alle zuversichtlich, dass unsere Idee zumindest das Potenzial hat zu gewinnen und waren von daher sehr glücklich, als es dann sich im Endeffekt auch so ergeben hat.